Herzlich willkommen. Sie sind ja heute mit Ihrem Unternehmen hier bei uns in Göppingen am Industrietag vertreten. Könnten Sie sich vielleicht kurz vorstellen und auch Ihr Unternehmen geschwind? Ja, Lara Popp mein Name. Ich komme von der Festool Group mit dem Hauptsitz in Wendlingen, bin dort in HR fürs Personalmarketing zuständig. Wir sind ein Familienunternehmen mit rund 3000 Mitarbeitenden weltweit und unser Hauptsitz ist eben in Wendlingen am Neckar. Wir haben auch noch Produktionsstandorte in Weilheim und Neidlingen, also gar nicht so weit entfernt, und auch noch viele Vertriebsgesellschaften weltweit. Vielen Dank. Was macht Ihr Unternehmen denn besonders attraktiv für Studierende? Ja, wir sind eben ein Familienunternehmen. Das bedeutet, bei uns kennt man sich auch noch. Die Studierenden haben eben die Möglichkeit, auch in verschiedene Abteilungen reinzuschauen, von der Entwicklung bis hin zur Produktion, weil es eben auch kurze Fahrtwege sind. Wir bieten Praktika an, Werkstudentenstellen und oftmals übernehmen wir dann die Studierenden auch noch in ein weiteres Arbeitsverhältnis. Sie haben es ja gerade angesprochen, dass Sie auch Praktikas und Werkstudentenstellen anbieten. Gibt es da Bereiche, in denen da gerade besonders, in denen da vermehrt Stellen offen sind? Eigentlich in allen Bereichen. Das heißt, wir suchen immer im Semester für jeden Bereich Praktikantinnen und Praktikanten, aber auch Werkstudierende. Natürlich jetzt, was auch hier zur Hochschule ganz gut passt, das Thema Entwicklung. Wir haben sehr viele Stellen in der Entwicklung für unsere Studierenden offen und auch ein paar Stellen im Work. Da kommen dann eher die Wirtschaftsingenieure zum Tragen. Und gerade auch auf das aktuelle Thema mit Homeoffice und Hybridarbeit und auch die Vereinbarkeit von Job und Freizeit, die ja irgendwie auch immer wichtiger wird. Wie sieht es denn da aus? Also natürlich, wenn man einen Werkstudentenjob hat, dann ist ja die Arbeitszeit sowieso maximal 20 Stunden pro Woche. Das heißt, da bleibt auf jeden Fall noch genug Zeit, in der Freizeit zu sein. Unsere Praktikanten, die arbeiten 35 Stunden die Woche. Wir sind ein tarifgebundenes Unternehmen, deshalb auch keine 40 Stunden. Wir arbeiten alle hybrid. Das heißt, man stimmt sich mit der Führungskraft immer ab und kann dann eben von zu Hause oder auch im Unternehmen dann sein und arbeiten. Je nachdem natürlich, in welchem Bereich man ist, muss man halt etwas öfter da sein. Zum Beispiel in der Produktion macht es natürlich Sinn, dass man auch vor Ort ist oder in der Entwicklung, wenn man was entwickelt und was testet. Ja, super. Ja, vielen Dank für die Zeit und noch ganz viel Erfolg hier auf dem Industrietag. Vielen Dank.